Zombie Apocalypse. Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, sind wir heute wieder in Minecraft. Und heute zeige ich euch mal, wie ihr ein cooles Hochbett bauen könnt, Leute. Hierzu braucht ihr einmal zwei rote Betten, zwei Fässer, einen Blumentopf, eine blaue Orchidee, dann einmal zwei Fichtenholzstufen, einmal zwei Leitern und ihr müsst euch einmal mit Eichenholzbrettern am besten einmal so eine kleine Wand bauen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Und zwar, zuerst fangt ihr an und setzt zwei Fässer, die so nach oben gehen. Dann setzt ihr erstmal hier ein Bett rein. Wenn ihr das Bett da dran gesetzt habt, setzt ihr hier erstmal an die Fässer Leitern dran. Dann geht ihr an das oberste Fass ganz oben und macht hier so zwei Stufen dran. Darauf setzt ihr nun wieder euer rotes Bett. So, dann nehmt ihr euch einen Blumentopf, sneakt einmal, so Leute. Also ihr drückt Shift und gleichzeitig Leertaste, dann geht das. Also, dann macht ihr das so und packt dann eure blaue Orchidee hier rein. So, und wenn ihr das habt, war es das eigentlich auch schon mit dem Hochbettdesign. Ihr könnt das jetzt hier so designen, wie ihr wollt. Ihr könnt hier zum Beispiel noch so eine schöne Holzwand hinmachen. Zum Beispiel macht ihr dann einmal so. Also ihr solltet das möglichst in eurem Minecraft-Haus bauen, Leute. Nicht, dass das irgendwo draußen steht, sondern das muss eine Wand haben und hinten zugedeckt sein, Leute. Okidoki, dann würde ich sagen, war es das auch jetzt schon mit diesem ganz winzigen Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns wie immer morgen wieder. Haut rein, ciao, ciao.